Hallo zusammen, hier ist der Tobi von Hanfnah und heute mache ich mal ein Video hier aus dem Auto, einfach damit ich euch meine aktuellen Gedanken präsentieren kann und die kreisen sich gerade um Grundsätzliches. Ich muss einfach mal Grundsätzliches ansprechen. Ich habe das schon mal vor langer Zeit gemacht, aber ich glaube, es wird mal wieder Zeit und ich frage mich einfach im Moment gerade, warum kommen wir auf die Idee, den Menschen ihren Konsum zu verbieten? Ja, da muss man sich eigentlich mal an den Kopf fassen und nochmal in Ruhe drüber nachdenken, ob das überhaupt Sinn machen kann. Warum konsumieren wir denn? Warum konsumieren wir Menschen überhaupt irgendwas? Wir können doch alle nur Wasser trinken, wir könnten alle ein paar Früchte, vielleicht noch ein paar Nüsse essen und damit wäre es doch gut. Dann könnten wir alle uns doch damit zufrieden geben. Das tun wir aber nicht. Das tun wir nicht. Wir leben in einer Konsumgesellschaft. Das kann man kritisieren, aber man muss es vielleicht auch akzeptieren. Wir Menschen, wir konsumieren gerne. Wir konsumieren gerne mal ein Buch. Wir konsumieren auch mal eine Serie auf Netflix. Wir konsumieren aber auch Koffein und Zucker. Wir konsumieren auch gerne mal ein Glas Wein. Wir konsumieren verdammt viel. Wir konsumieren auch Freizeitvergnügen. Wir spielen gerne mal, wir gehen mal in den Freizeitpark. Wir könnten das alles sein lassen. Ja, ich könnte auch mein Kiffen natürlich sein lassen. Aber warum konsumieren wir denn? Ja, weil es auch verdammt nochmal eine Menge Spaß macht. Jawohl, das beschert uns Glücksgefühle. Das lässt die Hormone mal ein bisschen übersprudeln. Das verschafft uns auch ein bisschen Alltag vor dem Druck dieser aktuellen Gesellschaft, den vielleicht viele von uns spüren. Und damit meine ich gar nicht die aktuelle Pandemie. Nein, ich meine unsere Leistungsgesellschaft, in der wir alle unterliegen. Wir wollen auch mal abschalten, wir wollen auch mal Spaß haben, wir haben doch nur einen Versuch auf diesem wunderschönen Planeten, zumindest meiner Meinung nach. Also will ich doch zwischendurch auch ein bisschen Spaß haben. Ich will natürlich auch was leisten, ich will auch mit mir zufrieden sein, ich will ein guter Mensch sein. Aber ich will auch Spaß haben und es kann doch nicht sein, dass mir der Spaß verboten wird. Oder würdest du auf einmal aufhören zu konsumieren? Könntest du ab jetzt aufhören, alle Dinge zu konsumieren und einfach nur noch Wasser zu trinken und ein paar Früchte zu essen? Mach das doch mal, hör doch mal auf zu konsumieren, ich verbiete dir das nämlich jetzt. Du gehst ins Gefängnis, wenn du noch einmal irgendwas anderes konsumierst. Oder warum entscheidet irgendjemand anderes, was ich konsumieren soll, für mich, was mir gut tut, was mir Spaß bereitet, was mir vielleicht einfach nur Spaß bereitet. Ich sag's euch mal, wovon ich hochgradig abhängig bin und das seit ich ein kleines Kind bin. Ich bin hochgradig abhängig von Zucker. Ich bin zuckersüchtig und das bis heute. Das ist ein großes Problem und ich kann euch auch mal aufzeigen, wie es vielleicht dazu kam. Zum einen, weil wir kaum ein Verständnis haben für die Droge Zucker in unserer Gesellschaft. Zum anderen, weil sie dadurch auch völlig normalisiert ist. Ich kam früher zu meiner Oma, die ich wirklich nur aus Kleinkindalter kam ich manchmal zu Besuch. Und das Einzige, an was ich mich wirklich erinnern kann, wenn ich da reinkam, stand eine Zuckerdose auf dem Tisch. Und ich habe mir als erstes mal einen Zuckerwürfel geklaut und habe den gelutscht. Das war großartig für mich und ich fand das toll und süß, juhu. Aber, und das will ich gar nicht darauf schieben, ich weiß heute, nachdem ich mich mit Substanzen und mit Konsum sehr intensiv auseinandersetze, dass ich zuckerabhängig bin. Ich konsumiere verdammt viel Zucker schon mein ganzes Leben und eigentlich von morgens bis abends. Ich trinke sehr gerne Limonade, aber ich esse auch sehr gern Süßes und das wird noch eine große Challenge, wenn ich das angehen werde. Ich betone, das liegt noch in der Zukunft, denn aktuell versuche ich meinen kompletten Konsum zu hinterfragen und habe deswegen genau heute vor 14 Tagen das Tabakrauchen eingestellt. Ich konsumiere also keinen Tabak und damit auch kein Nikotin mehr und das bereitet mir eine große Freude, weil ich auch merke, ich war auch da abhängig, ja, und ich wollte mein Leben nicht von irgendeiner Substanz kontrollieren lassen. Das ist es nämlich, um was es geht. Es geht um Kontrolle. Es geht darum, wie wir etwas konsumieren. Es geht gar nicht darum, was wir konsumieren, sondern es geht darum, wie wir es konsumieren. Wir können mit allem kontrolliert und damit auch vernünftig umgehen, ohne dass es uns in irgendeiner Weise groß schadet. Das fängt bei einem Buch an. Das geht über Zucker, über Koffein bis hin zu Kokain und Heroin. All das könnte man, wenn man es kontrolliert und vernünftig und überlegt tut, auch in einer Weise tun, ohne dass es einen schädigt. Jeder Stoff hat aber natürlich ein unterschiedliches Gefahrenpotenzial, das ist ja ganz klar. Manche Stoffe machen mehr abhängig, manche weniger. Und danach sollten wir doch versuchen, das Ganze zu beurteilen. Und wir schaffen das doch auch mit den Substanzen, die wir schon
kontrolliert abgeben, schaffen wir das doch auch Stück für Stück, das Ganze zu vernünftigen Grundlagen zu bringen. Die Zigaretten haben jetzt Warnhinweise drauf, dass das enorm tödlich ist und auch sonst ganz heftige Nebenwirkungen hat. Bei Alkohol steht drauf, dass dass das nicht für Schwangere zum Beispiel geeignet ist oder auch, dass es abhängig machen kann. Da sind Telefonnummern drauf, dass man sich Hilfe suchen kann. Auch bei den Nahrungsmitteln, bei den sehr ungesunden Nahrungsmitteln finden wir Stück für Stück, natürlich haben wir da starke Lobbys und das ist noch nicht ganz so, wie man sich das wünschen sollte, aber wir haben Stück für Stück sowas wie Warnhinweise auf den Produkten, die einem das Gefahrenpotenzial aufzeigen. Hier ist zu viel Fett drin, hier ist zu viel Zucker drin, all sowas könnte man natürlich auch schon selbstbestimmt recherchieren, aber wir werden dann natürlich auch noch von der Industrie ganz schön aufs Korn genommen. Wenn wir jetzt über illegale Substanzen sprechen wie Cannabis, dann verkopfen wir uns und verkrampfen uns und müssen erstmal 1 Million Regeln definieren, ja, was erstmal auch in Ordnung ist, aber wir sollten uns dabei wirklich nicht verrennen, denn wir sehen doch bei anderen Substanzen, das klappt auch ganz vernünftig. Wir lernen Stück für Stück dazu, es wird weniger Alkohol konsumiert, bei Jugendlichen zumindest, es wird viel, viel weniger Tabak konsumiert. Warum? Weil wir aufklären und weil wir ehrlich und sachlich aufklären und nicht, weil wir es erwachsenen Menschen verbieten, weil wir erwachsenen Menschen ihren Spaß verbieten. Ich möchte doch jetzt niemanden seine Zigarette verbieten, nur weil ich für mich zu dem Entschluss gekommen bin, dass Tabak einfach Quatsch ist, dass Tabak nur schädlich ist und mir aber keinen Vorteil bringt in meinem Leben oder einfach auch nur zu wenig Spaß bringt dafür im Vergleich. Ich möchte aber doch nicht dir den Tabak verbieten. Nein, das werde ich niemals mir anmaßen. Aber ich frage mich, warum irgendjemand da draußen sich anmaßt, mir mein Cannabis verbieten zu wollen. Mir mein Cannabis, was mir nicht nur als Heilmittel was bringt, sondern weil es mir auch Spaß bringt, weil es mir ein bisschen Abschalten bringt von unserem Alltag. Ich brauche das einfach ab und zu. Und das habe ich für mich entschieden bei aller Reflexion, bei aller ehrlichen eigenen Konsumaufarbeitung. Ich möchte Cannabis konsumieren in einer kontrollierten Art und Weise, wie auch immer die dann aussieht. Das entscheide ich aber bitte am Ende. Und wenn ich ein Problem habe, dann möchte ich mir Hilfe suchen dürfen, ohne dass ich stigmatisiert werde und vor allem ohne dass ich kriminalisiert werde. Es kann doch nicht sein, dass ich, nur weil ich auf eine andere Weise Spaß habe als du, nur weil ich kein Buch lese, sondern gerne Cannabis konsumiere und mir Gedanken mache, die genauso kreativ sein können wie ein Buch, wie ein Fantasy-Roman. Nein, deswegen wird mir das jetzt verboten, weil das nicht so akzeptiert ist. Weil vielleicht Menschen die Erfahrung fehlt, weil es natürlich auch mit einem gewissen Gefahrenpotenzial verbunden ist im Vergleich zum Buch. Aber das möchte doch bitte ich entscheiden. Das möchte doch bitte ich entscheiden, welches Gefahrenpotenzial ich für mich eingehe oder nicht, solange ich niemand anderen damit berühre, solange ich niemand anderen mit meinem Konsum einschränke oder gefährde, möchte ich bitte selbstbestimmt tun dürfen, was ich möchte. Egal wie gefährlich das ist und egal wie viel Spaß mir das bereitet. Ich möchte mir meinen Spaß in meinem Leben nicht verbieten lassen. Das kann doch wirklich nicht so schwer sein. Und ich kriege dann schon irgendwann selber raus, was mir gut tut und was nicht. Auch wenn das vielleicht manchmal nicht so perfekt lief, wie zum Beispiel bei meinem Nikotinkonsum. Ich habe wirklich über 20 Jahre Tabak geraucht und das teilweise auch in einer Art und Weise, die gesundheitsgefährdend ist, sehr, sehr stark. Die auch in meinen Augen inzwischen unnötig ist. Ich weiß, ich werde das schaffen, keinen Tabak mehr zu konsumieren. Ich bin da sehr sicher, weil ich das für mich aufgearbeitet habe, weil ich ehrlich da rangegangen bin, weil ich alle meine Konsummuster mal in Frage gestellt habe. Und deswegen ist das Nächste, was ich angehe, mein Zuckerkonsum. Ich sehe zwar so stabil aus und bin gesund, körperlich alles in Ordnung, aber ich konsumiere definitiv zu viel Zucker und ich habe Angst, dass mir die Gefahren, die Schädigungen, die damit einhergehen, irgendwann vielleicht auf die Füße fallen. Deswegen werde ich also als Nächstes, wenn ich natürlich auch das geschafft habe, mich von dem Nikotin im Kopf auch zu lösen, denn das ist ein Stoff, der definitiv abhängig macht, der also auch Gefahrenpotenziale besitzt nebenbei. Wenn ich das geschafft habe, werde ich mich als Nächstes an meinen Zuckerkonsum begeben, denn auch den möchte ich kontrollieren. Ich möchte mich nicht von einer Substanz kontrollieren lassen. Aber bis dahin möchte ich das und selbst darüber hinaus möchte ich das selbstbestimmt tun dürfen. Ja, ich möchte auch nicht, dass irgendjemand Heroin nimmt. Aber ich würde es niemals jemandem verbieten, wenn ein erwachsener, mündiger, aufgeklärter Mensch zu der Entscheidung kommt, er möchte sich Heroin spritzen oder in irgendeiner Weise konsumieren. Dann lasse ich ihn doch das. Deswegen werde ich ihn auch nicht als Menschen zweiter Klasse behandeln. Nein, ich werde ihn genauso als Menschen respektieren. Ich werde ihm vielleicht meine Meinung versuchen zu erklären und ihn vielleicht zu einer anderen Überzeugung kommen lassen. Versuchen,
Aber ich werde ihn als Mensch ehren und achten und ihn ganz sicher nicht kriminalisieren, denn das führt zu nichts. Kriminalisierung führt zu nichts, es verursacht nur Probleme. Vielleicht denkt ihr da alle mal drüber nach, vielleicht denkt jeder nach diesem Video einmal kurz über seinen Konsum nach und auch vor allem über das Bewerten des Konsums der anderen. Das lerne ich nämlich auch immer wieder in Cannabiskonsumentenkreisen kennen, dass sie andere Konsumenten verächtlich behandeln. Das fängt beim Alkoholkonsumenten an und endet beim Heroinkonsumenten. Warum erdreisten wir als Menschen uns zu entscheiden, was andere gut finden, was anderen gut tut, was andere mit ihrem Leben anstellen sollen? Das geht doch uns überhaupt nichts an. Vielleicht sollten wir das alle mal ein bisschen in Frage stellen und alle uns lieber über uns selber mal Gedanken machen, weil ich behaupte mal, ganz, ganz viele Menschen haben in irgendwelchen Punkten problematische Konsummuster, sei es bei Netflix, bei Glücksspiel, bei Zucker, bei Nikotin oder vielleicht auch bei Cannabis oder Kokain. Macht euch doch alle mal über euch selber Gedanken und lasst die anderen so leben, wie sie leben wollen. Und wenn sie ein Problem haben, dann bietet ihnen Hilfe an oder tauscht Argumente aus. Aber stigmatisiert niemanden und kriminalisiert niemanden und ächtet niemanden. Das wäre wirklich mir ein großes Bedürfnis, weil ich glaube, das würde uns alle als Gesellschaft enorm weiterbringen. So, ich stehe im Stau, deswegen konnte ich mir das jetzt einfach mal so rausnehmen. Ich wollte das auch unbedingt mal ansprechen, weil mir das in ganz vielen Punkten durch den Kopf geht, auch durch meine eigene Aufarbeitung im Moment. Und ich hoffe, dass ich damit vielleicht ein paar Gedankenanstöße geliefert habe für euch, wie wir die ganze Diskussion, die reicht ja viel weiter als nur Cannabis, wie gesagt, das habe ich ja jetzt aufgezeigt, dass wir die alle mal ein bisschen unverkrampfter angehen können und vor allem ohne mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das würde uns, glaube ich, enorm helfen. Ich konzentriere mich aber jetzt wieder, dass ich weiter an mein Ziel komme und wieder produktiv sein kann. Ob mit Cannabis oder ohne, ob mit Nikotin oder ohne, ob mit Zucker oder ohne, das möchte ich bitte entscheiden. Vielen Dank und eine gute Zeit. Und wenn euch das gefällt grundsätzlich, was ich hier so als Content liefere, dann lasst natürlich gerne einen Kommentar da oder und abonniert gerne meinen Kanal. Ich danke euch dafür und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.